Hallöchen und herzlich willkommen, meine Freunde, hier zu einer neuen Folge bzw. zu einem neuen kurzen Let's Check oder vielleicht sogar einem neuen Projekt mal sehen von Parkedect. Ich habe dieses Spiel jetzt roundabout seit anderthalb, vielleicht auch zwei Jahren schon auf der Wishlist auf Steam und wollte mir das schon immer mal kaufen. Und jetzt habe ich es halt tatsächlich gemacht und ja, habe schon eine halbe Stunde in etwa gespielt in einem Sandbox-Modus. War eigentlich ganz cool. Heute möchte ich mit euch ganz kurz in die Kampagne reinschauen. Roundabout eine Stunde ist angesetzt. Vielleicht auch ein bisschen weniger, vielleicht auch ein bisschen mehr. Ich werde es sehen. Und ja, ich muss mich auch ein bisschen beeilen insgesamt, denn morgen soll diese Folge schon herauskommen. Oh Mann, ich bin sehr aufgeregt. Ja, wie gesagt, im Sandbox-Modus habe ich mir alles so bisher angeguckt. War eigentlich alles komplett easy, war alles cool. Und ja, bin auch sehr gespannt, wie Parkedect aufgebaut ist von der Kampagne her. Ja, es gibt aktuell oder jetzt seit kurzem einen Mehrspieler-Modus. Den will ich mir unbedingt auch nochmal angucken. Aber keiner in meiner Freundschaftsliste hat diesen Mehrspieler-Modus. Naja. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Das wird auch noch eine sehr, sehr lustige Sache werden. Ja, ich hatte gerade wieder Tonprobleme. Ich nehme jetzt mit was ganz anderem auf, als es bisher immer gewesen ist. Und ich habe absolut keine Ahnung, wieso, weshalb oder warum. Also, ich weiß es halt wirklich nicht. Das wird auf jeden Fall noch eine sehr, 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 sehr lustige Sache werden. Naja, nichtsdestotrotz möchte ich jetzt in die Kampagne mit euch starten. Das sieht ja schon ganz cool aus. Und dann starten wir das Tutorial. Mal sehen. Der Ladebildschirm ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend. So, die Auslastung meines Rechners geht auch ganz gut nach oben. Und ja, das hier ist das Spiel. Das sieht unfassbar gut aus, meiner Meinung nach. Wow, das sieht dann noch viel besser aus, als ich jemals gedacht habe. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, das kann einiges. Sieht selbst auf. Bei euch habt ihr ein paar Lags zwischendurch. Die kann ich natürlich mit einem Vorschau deaktivieren mit Sicherheit beheben. Ja, die Auslastung meines Rechners ist aber auch sehr hoch. Das beobachte ich jetzt ein bisschen. 172 verworfene Frames oder übersprungene Frames habe ich aktuell. Und dann werde ich mir das mal angucken. So, Kamerasteuerung kenne ich. Bausteuerung kenne ich soweit. Aber vielleicht gibt es ja hier auch noch ein paar Dinge, die mir die ich noch nicht weiß. So, dann wollen wir doch mal hier einen wunderbaren Lautsprecher nehmen und ja, hier. Oh, man kann das wirklich hier dran platzieren. Das ist ja mega cool. So, zerstöre das Objekt, in dem du was dazu gebaut hast. Mit dem Bulldozer kann ich das Objekt zerstören. Und dann kriege ich auch das Geld wieder. Das ist ja schon mal sehr gut. So, übrigens hast du eine Möglichkeit, die Box in der oberen rechten Ecke des Bildschirms bemerkt. Oh. Ja, habe ich bemerkt, ja. Also, was ist das hier? Was ist denn das? Die meisten Dinge können durch Halten von Left Shift und gleichzeitigen Bewegen der Maus nach oben und unten. Okay, du kannst auch Steuerung links verwenden. Nee, kann ich nicht. Ach, über den blauen. Ja. Hier, dann machen wir. Boah, was können wir denn da hinbauen? Eine Papierlaterne. Nee, das wollte ich nicht. So.
Jetzt habe ich eine Papierlaterne mitten in der Luft gebaut. Okay. Noch ein paar Tipps zum Bauen von Deko. Ja, ich muss aber erstmal hier abbauen. So, und dann haben wir hier eine Pipette. Oh! Ja, das nenne ich doch mal ein Feature, was sich richtig gelohnt hat. Mega! Das ist ja cool. Ja, cool. Wenn du Left Alt gedrückt hältst, kann man sie frei bewegen. Ja gut, das sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so als wichtig an. So, die Kamerasteuerung. Ich muss wahrscheinlich alles einmal durchmachen. Hier WASD, mittlere Maustaste, ja, weiß ich. Ja. Weiter, so, mit der Alt. Was? Ah, man kann tatsächlich frei drehen. Das wusste ich zum Beispiel noch nicht, weil ich habe so mich gedreht. Ha, siehst du, ist doch gut, dass ich hier was Neues lerne. Wow, das ist aber creepy. Oh Gott, ich will doch bloß... Das ist jetzt die gleiche wie vorher? Ich hoffe schon. Was macht denn hier so komische Geräusche? Das Klo sieht nicht dreckig, nicht schön aus. So, einfach mal schließen, weil das ist ja dreckig, das Klo. So, der Zoom mit Page Up und Page Down. Okay, das ist, ja, okay. Das war's schon. Dein erstes Fahrgeschäft. Fahrgeschäfte sind natürlich das Wichtigste in einem Freizeitpark. Gibt es so intensive Fahrgeschäfte wie Achterbahnen. Noch kleine, viel weniger intensive Fahrgeschäfte. Achterbahnen locken viele neue Gäste im Park. Die meisten Leute mögen sie. Gäste sind allerdings unterschiedlich. Manche Leute bevorzugen die weniger intensiven Fahrgeschäfte und idealerweise sollte der Park für jeden etwas bieten. Da dieser Park bereits einige intensive Fahrgeschäfte hat, schauen wir uns mal was Sanftes an. Hm. So, dann gehe ich da drauf und baue hier ein Riesenrad hin. Nee, kann ich nicht, ist zu groß. Ich muss so ein langweiliges Geschäft. So. Ja. Da und... Oh Gott, da. Okay. Ja, auf jeden Fall läuft das schon mal so, wie ich das auch immer mache. Oder fast zumindest. Dieses Bauen ist manchmal schon ein bisschen blöd. Naja. Huch, was war das denn? War wahrscheinlich mein Kater. Sondern muss ich auf geöffnet drücken. Okay. Schön. Guck mal, selbst unser Dino geht hier rein. Aber der arbeitet ja hier, also daher. Naja. Zum Schluss muss das Fahrgeschäft eröffnet werden. Schließe das Fenster. Achso, habe ich schon. Übrigens, in den meisten Szenarien wirst du mit einer sehr kleinen Auswahl an Fahrgeschäften anfangen, um weitere erforschen zu müssen. Achso, und weitere erforschen müssen. Mhm. Das Forschungsmenü befindet sich auf der linken Menüleiste. Ja. Aufregende Fahrgeschäfte. Cool. Okay, jetzt habe ich ein Forschungsteam eingestellt für 5000. Uff, wir haben auch so wenig. Ja, aber wir machen ja plus mit 162,69 die Stunde höher. Finanzen. Früher oder später wird dein Park Geld verdienen müssen oder er wird geschlossen werden. Du kannst entweder für die Benutzung einzelner Fahrgeschäfte Geld verlangen oder einen Eintrittspreis für den Park erheben. Oder beides, so wie ich. Du kannst auch beides gleichzeitig tun, allerdings werden die meisten Gäste wohl nicht bereit sein, viel für die Fahrgeschäfte zusätzlich... Was? Nee, Moment. Viel für den Parkeintritt zu bezahlen, wenn die Fahrgeschäfte zusätzlich Geld kosten. Und dann gibt es natürlich noch die Läden, die ebenfalls eine wichtige Einnahmequelle sind. Die sind tatsächlich sogar die wichtigsten Einnahmequellen, was ich gesehen habe, aber gut. Weiter. Lass uns die Achterbahn hier als Beispiel dafür nehmen, wie man Preise anstatt, was? Anpasst. Klicke einfach auf die Bahn und dann wirst du die...
Klick auf die Bahn, geh da drauf. Achso. Nee, das ist jetzt was anderes. Mit Web Wavebreaker fahren. Wavebreaker ist echt das Geld wert. Ja, sehr schön, okay. Um den vollen Überblick über die Finanzen des... Also hier gehen auch wirklich viele rein. Mensch, Mensch, Mensch. Des Parks zu haben, solltest du einen Blick aufs Finanzfenster in der linken Menüleiste werfen. Hier erhältst du die komplette Zusammenfassung darüber, wo du Geld ausgibst oder einnimmst. Und wie der Wert sich jeden Monat verändert. Die wichtigste Zeile ist Betrieb. Das ist die Summe aller Einnahmen und Ausgaben, die einfach nur durch den Betrieb des Parks entstehen. Ja. Okay. Interessant. Dies beinhaltet also keine gelegentlichen Kosten, wie beispielsweise den Kauf eines neuen Fahrgeschäfts. Solange diese Zahl positiv ist, ist alles in Ordnung. In einem neuen Park verdienst du noch nicht viel. Da wird die Zahl anfangs negativ sein und du solltest darauf hinarbeiten, das zu ändern. Logisch, ne? Dann kann man noch Kredite aufnehmen. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Was dir das Geld ausgeht, kannst du einen Kredit im Tab Kredite aufnehmen. Denk aber daran, dass dies kein kostenloses Geld ist. Du wirst eine monatliche Gebühr zahlen müssen, solange der Kredit nicht zurückgezahlt ist. Achte also darauf, dass dieses Geld in die richtigen Fahrgeschäfte zu investieren, die deine Gäste begeistern und einen größeren Publikum in den Park locken. Ja, und ich muss erstmal lernen, wie man liest. Sehr schön, ja. Habe ich verstanden. Achso, und das war's schon. Also, das ist ja Wahnsinn. Ach ja. So, und jetzt geht's um die Läden. Deine Gäste werden irgendwann hungrig, werden also irgendwann hungrig und durstig. Also lass uns mal anschauen, wie man eine Imbissbude baut und betreibt. Zimmer ausverkauft, okay. Weiter. Okay. Oh, minus 5000. Aber ich mache immer noch plus, glaube ich. Weiß ich nicht. So, Villenladen aus. Ja, machen wir mal Pizza. Pizza klingt immer gut. Siehst du das Symbol über den Laden? Es bedeutet, dass das Laden nichts mehr auf Lager hat. Weiter. Dafür ist hier ein Uniformgebäude, in dem alle Warenkisten für die Läden ankommen. Ein Träger muss die Kisten abholen und den Laden ausliefern. Momentan hat der Park keine Träger, also öffne das Fenster für die Personalverwaltung. Hm. Eins. Zwei. Wie viel muss ich denn einstellen? Zwei. Vier. Nochmal. Fünf. Wie viel muss ich denn einstellen? Platzieren irgendwo auf der... Achso. Ich hätte gar nicht so viele platzieren müssen. Okay, ja, verstehe ich. Was ist das denn? Was? Was muss ich tun? Hab ich. Okay, Läden können von der Rückseite beliefert werden. Okay. So. Ja klar, da hinten ist natürlich auch... Das ist cool mit den Bäumen. Ist mir noch nie so aufgefallen. So. Hm. Hab ich gemacht. Gut gemacht. Das meiste Essen erzeugt Müll. Wir sollten zunächst ein paar Mülleimer aufstellen. Oder dieser Park wird zu einer Müllhalde. Ja, dann gehe ich da drauf. Und dann... Mülleimer, sehr schön. Hier, mach mal gleich hier zwei große Mülleimer hin. Sehr schön. Passen ja auch super hier rein. Wenn man hier auch Papier und irgendwas Grünes reinschmeißen kann. Wow. So, Hausmeister einstellen. Hm. Okay, das war's schon, siehst du? Und da wird nicht noch mehr eingezeigt. Also wird es ja wieder einer reichen, rein theoretisch. Super, der Nachschub für die Läden kostet ja etwas und die Verkäufe wollen auch jeden Monat bezahlt werden. Also werden es für den ersten nicht bei belassen, wenn unser Park noch klein ist. Das sollte fast. Okay, jetzt habe ich natürlich viele Leute eingestellt.
Ja, das wird natürlich erstmal jetzt nicht so gefallen. Gut, machen wir das nächste weiter, damit wir jetzt hier kein Problem kriegen. So, wenn der Pakt wächst, wird es schwieriger werden, die weit von dem Anliefergebäude entfernten Läden zu versorgen. Wie zum Beispiel dies hier drüben. Du könntest beispielsweise ein unterirdisches Netzwerk von Mitarbeiterwegen bauen, die hierher führen. Aber der Transport der Warenkisten zu Fuß wird dennoch recht langsam sein. Eine andere Möglichkeit ist das Transportsystem, das eine schnelle, aber teure Möglichkeit ist, die Warenkisten an jeden Ort im Park zu bringen. Lass uns ein Depot im markierten Bereich bauen. Was ist denn ein Depot? Ein Depot. So, und das drehe ich mit. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Nee, das wollte ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt gemacht habe. Passt schon. So, dann gehe ich da drauf. Ja. Oh ja, das ist aber auch wirklich teuer, ne? Also. Ist das jetzt schon richtig? Ja, ich weiß. Was ist denn das jetzt hier? Mensch, war das jetzt anstrengend. So. Ach, guck mal, hier habe ich ja sogar schon ein bestehendes Warenlaufsystem. Fahrsystem, was auch immer. Sehr interessant. Sehr spannend auf jeden Fall. Ja, das habe ich jetzt gemacht. Depot, welche Warenkisten es erhalten soll. Schließe das Fenster für den Bau. Moment, jetzt muss ich wieder hier rüber. Was? Okay. Und schließlich müssen wir dem Depot mitteilen, welche. Achso. Das und das. Richtig? Richtig. Gut gemacht. Die Träger können jetzt die Warenkisten von den Läden im Depot abholen, anstatt den ganzen Weg zum Alifa-Gebäude zu laufen. Da gibt es nur ein kleines Problem. Die Gäste wollen sich richtig in die Welt deines Parkes vertiefen. Sie möchten nicht sehen, wie der Park hinter den Kulissen funktioniert. Wenn die einen direkten Blick auf die Versorgungsgebäude haben, zerstört es ihnen, das Lesen schwierig gerade. Illusion. Sehen wir uns die Dekorationsansicht an und... Okay. In meinem linken Menüleiste aktivieren und Dekorationsansicht... Nee, hier. Dekoration. Okay, ja. Habe ich gemacht. Weiter. Depot versteckt werden. Zum Beispiel könntest du das Terrain etwas anheben. Wie hebt man denn ein Terrain an? Terrain. Weiter. Siehst du, dass du mir verbessert? Nein, sehe ich nicht. Wie macht man denn? Nee. Hier. Das war jetzt nicht so erfolgreich. Wie macht man das denn? Da baue ich hier lieber eine Wand oder sowas, ne? Also. Struktur, Details, Formen, Gebäude, Gerüste. So, das ist ja cool. Hangar, Räder, Säulen, Schutzpfeiler, Tore, Wände. Okay, hier. Ne, ist eine halbe Wand. Das ist ja langweilig. Da sieht man, das hat trotzdem noch voll. Sehr doof. Und eine ganze Wand? Kriege ich eine ganze Wand irgendwie? Da.
Und hier brauche ich dann ein großes Tor. Warte mal, das kann man ja auch bauen. Tor. Schön. Echt wunderschön. So, weiter. Oder platziere ein paar Bäume. Ja, habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Okay, ja, weiter. Oder könntest die Sicht mit wurden da Bäume platziert. Mit Hecken versperren oder vielleicht Felsen oder du könntest richtig ins Zeug legen und ein ganzes maßgeschneidertes Gebäude um das Depot herum errichten. Es gibt wirklich sowas. Man kann wirklich maßgeschneiderte Gebäude drumherum errichten. Ist ja mega cool. Weiß ich ja schon mal Bescheid. So. Okay, dann machen wir noch die Achterbahn bauen. Genau. Und die Achterbahn wird viele neue Gäste in den Park locken. Also, lasst uns lernen, wie man eine baut. Was? Cooles Geräusch. Was? Nein, will ich doch gar nicht. Wie baut man denn? Das verstehe ich nicht. Nee, ich möchte noch mal die Station weiterbauen. Bauen, bauen. Schön, machen wir das noch nicht allzu lang anscheinend. Okay. Ja. Toll. Mir wird vorgeschrieben. Was? Okay, Schienengröße auf 2, ja. So, wollen wir das richtig schön krass bauen? Bauen. Bauen. So. Auf 3, ja. Bauen. Bauen. Achso, wieder auf 2 stellen, ja, bauen. Auf 5 stellen, bauen. Was? Und jetzt, was ist das? Eine Blockbremse, sagen wir mal auf 5 km/h, naja, sagen wir mal auf 10 km/h, bauen. Nee, auf was muss ich denn stellen? Schienengröße auf 3. Und 20 km/h. Wird schon irgendwie passen. So, auf 2 bauen. Schienengröße auf 1. Bauen. Und dann eine S-Kurve. Ne, falsch rum. So rum. Bauen. Okay. Sehr interessant. So, mach mal hier den Dings hin und hier den Ausgang. War eine gute Idee. So. So, und hier machen wir halt eben den schönen Eingang. Achso, das geht noch nicht da. So, machen wir das halt so. Ist auch nicht dramatisch. So, und dann machen wir das so. Perfekt. Schön. Okay, ja, weiter. Achso, das war's schon. Schön. Jetzt habe ich eine neue Achterbahn gebaut. Und mal gucken, wir lassen das mal ganz kurz noch weiterlaufen. Mal ganz kurz schnell. So, 412. 411. Also so viele neue Gäste kriege ich jetzt nicht, ne? Also 410. Was denn hier passiert? Wurde die Wand zerstört? Guck mal, das ist aber cool, dass die Türen wenigstens aufgehen. Pfannsoßen, okay. 109, gut, okay. Ich kriege jetzt nicht unbedingt mehr Gäste, ne? Also. Ja. Ist auch nicht dramatisch, glaube ich. So, läuft alles noch? Ja, wunderbar. Gut. Naja, dann würde ich aber fast sagen, das hier war's dann mit dem letzten Check, ne? Also. Ich denke mal, wir können hier draus wirklich ein Let's Play machen. Das
muss ich sagen, gefällt mir bis dahin erstmal. Und ich habe schon irgendwie Bock auf das Let's Play. Ich glaube, das machen wir auch. Ich denke mal, dass wir das jetzt das Tutorial durchgespielt haben. Das ist dann quasi für euch als ja, kleiner Einstieg. Und ich werde daraus jetzt einfach ein Let's Play machen. Mal gucken, wie ich das mache. Ob ich das dann quasi alle 3 Tage bringe. Jetzt zum Beispiel ja, mit Breakfast oder wenn dann Dings vorbei ist, der Firefighting Simulator, dass ich das dann komplett reinbringe. Ja, aber ich hätte Bock drauf. Ich denke mal, das ist mega cool. So. Machen wir denn hier auch Hausmeister? Hammer. Hier ist ein Trigger. Hier ist ein Mechaniker. Hier. Geh du mal dahin. Sehr schön. Geh da zumindest gleich reparieren. Ja, das Aquaphobie. Jetzt ist das kaputt gegangen. Ich glaub's ja wohl nicht. Hätte ich Bock drauf. Was meint ihr? Na doch. Lass es in den Kommentaren mich wissen. Habt ihr Bock auf ein Let's Play davon? Bisher muss ich ja wirklich sagen, es ist mega cool. Da werde ich mal gucken, wie ich das alles mache. Abwechselnd, beziehungsweise, ja. Ich habe auf jeden Fall mega Lust darauf. Wow, jetzt ist er nicht mehr da. Okay, ich verstehe es. Gut, da ist jetzt jemand anderes dann wahrscheinlich dafür zuständig. Über Mülleimer. Ja, ja, ich habe genügend Mülleimer. Das ist doch. Gut, dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann auf jeden Fall im Let's Play wieder. Lasst doch mal eine Bewertung da und sagt doch mal, habt ihr Bock auf wirklich ein Let's Play damit? Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Labitan X. Ciao. Mit V.